Wir stehen vor dem Pop-Up Store in Kiel. Ein Ort, an dem Ausstellungssituation und Coworking Space zusammengeschlossen ist. Alles hier direkt in einem ehemaligen Ladenlokal. Und ich wollte euch das gerne zeigen, wie es da drin aussieht. Also kommt gerne mit. Hier geht es um Perspektivenwechsel. Es geht darum, dass etwas Frisches mit in den täglichen Arbeitsalltag der MitarbeiterInnen hineinkommt. Etwas Kreatives noch zusätzlich dazu. Leichte Störungen, künstlerische Interventionen. All das, was einen neuen Blickwinkel generieren kann. Sag mal, meinst du, wenn ich eine gute Gelegenheit mal ein bisschen zu erklären, was überhaupt mein mit Perspektive ist, weil wo uns gerade Menschen zuschauen, wäre doch die perfekte Gelegenheit. Du hattest, glaube ich, die Kernidee zu Perspektivwechsel. Ja, das ist gemeinsam entstanden mit dem Künstler Sebastian Scherr. Das Schaufenster ist ein Stück weit Sinnbild für den Perspektivwechsel, weil wir ein bisschen diesen biblischen Gedanken fast, ich will bei den Menschen wohnen, aufgenommen haben und gesagt haben, die IHK will bei ihren Mitgliedern sein. Wir machen mitten in der Kieler Innenstadt ein Ladenlokal auf und zeigen, was IHK macht. Hier kommen wir raus zu den Menschen und am Tag der offenen Tür laden wir zu uns ein und hier im Schaufenster und in unserem Kernhaus sozusagen, im Haus der Wirtschaft in der Bergstraße. Mal hier auch beim Tag der offenen Tür und war sonst tatsächlich nur zu meiner Existenzgründung einmal kurz hier im Gebäude. Und deswegen ist es ganz spannend und man trifft ganz viele nette Leute und kann sich gut informieren. Ich komme von der Bauunternehmerin Richard Rahn und bin da in der kaufmännischen Abteilung und ja, wollte mich heute mal hier ein bisschen informieren. Ich finde es klasse, dass ich hier in meinem Büro Gäste empfangen kann. Die meisten kenne ich nur vom Telefon oder von Veranstaltungen. Aber jetzt hier individuell mal einen Einblick in den Maschinenraum geben zu können, finde ich schon klasse. Und in den Bürogebäuden jetzt hier mal direkt auch in den einzelnen Zimmern zu sein und auch mal die Menschen kennenzulernen, das ist schon was Besonderes. Und das freut mich sehr, dass wir da auch mal daran teilhaben dürfen und auch mal die Nähe aufbauen können dazu. Das ist auch eine schöne Sache zum Netzwerken und auch um andere Menschen kennenzulernen, die jetzt auch in anderen Berufen auch dann tätig sind. Herzlichen Glückwunsch, 150 Jahre IHK. Ich würde mal sagen, auf die nächsten 150 Jahre. Wir wollen Sie einladen, mit uns ganz verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Alles steht unter dem Motto Perspektivwechsel. Was steckt dahinter? Bei dem Perspektivwechsel ist ja nicht nur das Motto des heutigen Tages, sondern unseres ganzen Geburtstagsjahres. Und wir wollen unseren Mitgliedern ermöglichen, einen anderen Blick auf die Arbeit der IHK zu werfen. Wir wollen gerne Input haben, so damit wir unsere Arbeit als IHK permanent verbessern können. Jetzt machen wir, Achtung, einen Perspektivwechsel. Daniel Günther, herzlich willkommen zur Geburtstagsparty. Moin. Kleine Runde, aber immerhin. Moin. Herzlichen Glückwunsch zum 150. Man sieht euch das nicht an. Wenn ich jetzt, glaube ich, ein Unternehmen führen dürfte, dann müsste es ein bisschen was mit Sport zu tun haben, was weiß ich, Zippels Läuferwelt oder so, sowas in diese Richtung, das würde mir richtig viel Spaß machen und wenn es nach meinen Töchtern geht, wahrscheinlich die Bonbon-Kocherei in Eckernförde, das wäre auch noch eine Alternative, hätte ich auf beides Bock. Mal gucken, wohin mich das irgendwann mal führt. Mit ihrer Aktion Lichtblicke hat Julia Petersen für viel Aufsehen gesorgt, hier in Kiel und auch ein Stück weit darüber hinaus. Sie hat vielen Unternehmerinnen und Unternehmern damit ein Gesicht gegeben. Das Wort Wirtschaft steht ja sehr anonym bei uns. Es wird auch gerne immer von der Wirtschaft gesprochen, ist aber die Wirtschaft, es ist unsere Wirtschaft und dahinter verbergen sich Menschen. Danke. Das ist die Sache, das werden wir wieder schon.
wenn ich hier längs gehe, ist das was Positives und ich freue mich und ich sehe die ganzen Gesichter, die dann doch durchhalten durch die Pandemie und den Mut nicht verlieren und alle noch am Lächeln sind. Mir ist es wichtig, dass die Person im Fokus steht und nicht der Hintergrund und nicht das Geschäft von außen, sondern wirklich die Person hinter den Kulissen, die dort arbeitet, die dort agiert und tätig ist. Das war mir wichtig. Wenn die IHK Obst wäre, dann wäre sie eine Pink Lady, also ein Apfel, der süß und sauer zur gleichen Zeit ist. Herzlich willkommen zur Wachablösung der IHK zu Kehl, ein Format, das wir so auch noch nicht gemacht haben. Schön, dass Sie den Weg zum Strandort auf sich genommen haben, hier in der Friedrichsort. Das ist eine ganz spezielle Location. Hier in der Halle lagert normalerweise schweres Gerät der Firmen Oerlikon und Caterpillar. Wir sind sehr dankbar, dass wir ausnahmsweise hier gastieren dürfen und dass der Lagerbetrieb heute für uns ruht. Ansonsten schuppern hier die Gabelstapler hin und her. Wir müssen unsere IHK zu Kehl stetig erneuern. Wir müssen näher an unsere Mitglieder ran. Das ist ja auch der Perspektivwechsel. Dazu gibt es neue Formate, die wir entwickelt haben. Dazu gibt es neue Arten des Austausches mit den Mitgliedern. Und das ist das, was wir als Perspektivwechsel weiter vorantreiben müssen. Ich wünsche meinem Nachfolger, dass er stets eine glückliche Hand hat. Ich wünsche ihm viel Erfolg. Ich wünsche ihm, dass er so viel Freude bei der Ausübung dieses Amtes empfindet, wie ich es tun durfte 12 Jahre lang. Es ist ein wunderbares Ehrenamt, was ich bekleiden durfte. Was du jetzt ausüben kannst, lieber Knut, und toi, 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 ich stehe fest an deiner Seite. Michael Wohlgehagen. Ich sitze in dem Büro in der 4. Etage hier bei der IHK Kiel in der Bergstraße zusammen mit meiner Kollegin Stefanie Bolt. Ich habe mir mal angehört, was Sie so tun hier den ganzen Tag. Zunächst sieht man ja gar nichts davon, was auf der App da so gesprochen wird letztendlich, aber da steckt eine ganze Menge hinter. Wir haben so im Jahr ungefähr 2.500 Prüflinge, die wir alleine in diesem Büro betreuen. Prüfungen organisieren, durchführen, Bescheinigungen ausstellen anschließend. Also da steckt schon eine ganze Menge hinter, sieht man im ersten Moment gar nicht. Es ist einfach toll, mal die Gäste, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Vertreter der Politik bei uns im Haus direkt begrüßen zu können. Eine tolle Sache zu zeigen, wie wir arbeiten und wie wir uns für die Interessen der Wirtschaft einsetzen. Was passiert hier mit der Wahrnehmung? Was passiert hier an einem ganz anderen Platz als an dem normalen Arbeitsplatz im Büro, in dem großen Bergstraßengebäude? Es geht nicht nur darum, das konzentrierte Arbeiten, sondern eben auch mal immer wieder eine Pause zu machen, den Blick nach draußen und für Leute, die kommen, auch ein Ansprechpartner zu sein. Was hat Sie denn besonders neugierig gemacht? Was man hier in einem Ladengeschäft macht. Ja. Als IHK. Und hatten Sie eine Idee? Können Sie? Nö. Deswegen sind wir ja hier. Deswegen sind Sie hier, ja. Der IHK zu Kiel wünsche ich zum Jubiläum, dass Sie weiter den neuen Weg bestreiten, wo Sie junger, frischer, motivierter und auch zugänglicher für alle Ihre Mitglieder und auch Außenstehende sind. Ich glaube, ich würde, wenn ich die IHK festhalten müsste, alle Mitarbeiter festhalten, weil die IHK ja ausmachen. Die sind ja eigentlich die IHK zu Kiel. Das sind die Menschen, die darin arbeiten, die agieren und handeln dort.